In Beteiligungsprojekten werden unterschiedliche Daten erfasst, produziert und verarbeitet. Was das im Sinne der DSGVO bedeutet, haben wir ausführlich in Folge 4 beleuchtet. In dieser Folge geht es darum, wie wir mit Daten, die in Projekten entstehen und die fast immer in Zusammenhang mit den Teilnehmenden stehen, umgehen sollten. Unter personenbezogenen Daten versteht man insbesondere sämtliche Informationen, die eine natürliche Person identifizieren oder identifizierbar machen. Zum Beispiel Geburtsdatum, Adresse oder Kontonummer. Stellen Sie sich vor, um ein Projekt für die Öffentlichkeit und den Fördergeber zu dokumentieren, zum Beispiel auf Ihrer Website, machen Sie Fotos der Teilnehmenden. Was müssen Sie beachten? Vor der Veröffentlichung von Fotos, unabhängig von dem jeweiligen Medium, benötigen Sie von den Eltern, wahlweise der abgelichteten Person, eine entsprechende Einwilligung. Sie sollten sich zudem von dem Fotografen oder der Fotografin bestätigen lassen, das jeweilige Foto nutzen zu dürfen. Andererseits könnten Sie eine Urheberrechtsverletzung begehen, wenn Sie das Foto ohne entsprechende Erlaubnis verwenden.